Dieser Podcast ist das zweite Interview im Rahmen unseres Projekts Rassismus und Mehrfachdiskriminierungen in Corona-Zeiten. Marie erzählt uns von den Erfahrungen, die sie seit ihrer Ankunft in Deutschland vor vielen Jahren in der Schule ihrer Kinder und in ihrer Nachbarschaft, sowohl in der Stadt als auch im Dorf, gemacht hat. Wie waren deine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus und anderen Diskriminierungen in deiner Anfangszeit in Deutschland? Ja, da ging es schon los mit sehr vielen Sprüchen. Warum bist du hier? Ich musste mich immer rechtfertigen, dass mein Mann Schriftsteller war und in Gefahr war im Iran. Und wir konnten nicht frei leben. Wir mussten von einem Tag auf andere das Land verlassen. Mit alles, was wir da hatten. Regime hat uns unsere Wohnung kassiert und alles Mögliche. Unsere Familie waren in Gefahr hinterher. Aber wir waren in Sicherheit. Wir waren in einem Land, wo wir uns als zweite Heimat bezeichnet haben. Welche Erfahrungen haben deine Kinder in der Schule gemacht? Mein Sohn war 13 Tage in der Schule. 13 Tage, das kann man zählen, 13. Und die Lehrerin hat ihn so angeschrien, sowas von böse, das ist vor 25 Jahren. Und hat so doll, und das hakt immer dieser Junge von mir, mein Sohn leidet immer noch darunter, dass diese Grundschullehrerin ihn angeschrien hat und hat gesagt, warum verstehst du das nicht? Bis da von hinten ein Junge gesagt hat, ein russischer Junge, hat gesagt, der ist nur 13 Tage in Deutschland. Und die Lehrerin musste sich schämen, aber trotzdem hat sie gesagt, na und, muss aber trotzdem können. Ich möchte dich wissen, fragen, Lehrerin, in 13 Tagen in Amerika kannst du perfekt Englisch oder in anderen Land perfekt Griechisch, in Griechenland? Dieser Junge war 8, mein Sohn war 8. Du wolltest von ihm, hast du erwartet, dass er jetzt perfekt Deutsch spricht und die ganze Hausaufgabe erledigt und dir auch sagen und sagt, hier Lehrerin, vor allem charakterlich war schüchtern, hat alles gelitten, hat alles erlebt, von Heimat hierher zu kommen. Dann ging das los in der Schule. Mein Sohn war in zweite Klasse und dann haben sie von ihm erwartet, alles zu können, ohne irgendwelche Rücksicht zu nehmen. Und er war richtig traurig, er hat immer geweint zu Hause. Ich wusste nicht, warum er nicht redet. Er wurde immer mehr und mehr in sich zurückgekehrt. Mein Mann und ich damals wussten nicht, wie wir unsere Kinder helfen können. Eine meiner Kinder war stark und konnte wegstecken. Und andere war schwach und hat gelitten. Er hatte dunkle Augenbrauen und wurde immer in der Schule gehänselt für seine Augenbrauen, für sein Aussehen. Und eines Tages war er 9 und hatte seine Augenbrauen total rasiert, wegrasiert. Als ich gesehen habe, habe ich gesagt, was hast du gemacht? Da sagte er zu mir, ja, es wächst doch, es wächst doch. Wenn das ein bisschen dünner wächst, ist besser. Dann werde ich in der Schule nicht so viele Probleme haben. Ich konnte nicht immer hinterher sein. Ich wusste, dass die Lehrerin auf meinen Sohn aufpasst. Ich konnte nur so weit mich einfach vergewissern, dass es ihm gut geht. Er hat aber immer wieder erzählt, dass er im Spiel nicht teilnehmen dürfte oder sehr viel Stress gibt, Mama. Aber du musst nichts machen, sagte er zu mir. Ich kann das, ich schaffe das. Und dieser ich schaffe das, hatte immer gesagt, mir Sicherheit zu geben, dass er das alleine schafft. Mein Sohn ist depressiv und obwohl er einen sehr guten Schulabschluss und Studium in Deutschland hat, hat immer noch Probleme mit Menschen Kontakt aufzunehmen und eine richtige Arbeit nachzugehen. Die Folge von damals, die Ausländerfeindlichkeit in der Nachbarschaft, in den Schulen, in der Weiterbildung, in der Studiumzeit, es hat ihm alles der Rest gegeben. Ich werde nie vergessen, als eine Mutter mich angerufen hat und hat gesagt, pass mal auf, ich habe was auf dem Herzen. Mein Sohn sagt, dein Kind soll nicht hinter uns mit Fahrrad fahren. Da habe ich gesagt, wenn wir Schulschluss haben. Er ruft und sagt, wartet auf mich, aber mein Sohn, sagte sie, möchte mit der anderen Nachbarskind zusammen mit Fahrrad nach Hause kommen. Dein Sohn soll nicht hinterher sein. Und diese Dame ist auch eine sehr hochgebildete Frau.
Und da habe ich auch nur mir die Frage gestellt, warum nicht? Und mit meinem Sohn gefragt, Schatz, warum hinterherläufst du? Lass sie doch, komm doch alleine. Und so sagte er, aber es war doch, ich wollte nicht alleine sein, ich wollte mit ihnen zusammen und so. Wir sind in einer Klasse, aber sie schließen mich immer aus und sie wollen nicht mit mir zu tun haben. Das tut weh. Ich konnte ein 6-jähriger Kind nicht erzählen, was konnte der Grund sein und was soll ich jetzt dazu sagen. Ich konnte nur Kopfschütteln und sagen, es tut mir leid, aber wir finden gute Freunde für dich. Immer wenn wir Trampolin springen waren oder wenn wir in einem Spielplatz waren, meine Kinder haben immer einen Schlüssel gefunden, das waren immer nette Leute. Sobald sie aber wussten, die Mama ist die, haben sich immer zurückgezogen. Und da war ich immer sehr traurig darüber. Damals eine Mutter von unserem Dorf hatte ihr Kind auf dem Arm und habe ich einfach mit dem Kind gesprochen, weil sie mich angelächelt hat. Ich habe gesagt, ah, du Süße. Und dann hat das Kind geweint. Und die Mutter sagte, du bist zu dunkel. Und deswegen weint sie. Du bist zu dunkel. Ich habe gesagt, okay, entschuldige. Ich habe sogar Entschuldigung. Ich habe die Große, mich zu entschuldigen für das Kind, was geweint hat. Vielleicht, weil die, wissen Sie überhaupt, ich habe Kinder, ich verstehe das. Die Kinder in dem Alter fremden. Es ist egal, ob du blond bist, davor stehst oder dunkel oder ein Mann mit Bart oder ohne Bart oder mit Brille. Die Kinder fremden, kennen dich nicht. Das konnte sie mir so sagen. Mein Kind fremdet sich, aber nicht du bist zu dunkel für sie. Und das tat weh. Ich musste mir Mühe geben, so viele Mühe, dass ich so eine Freundin finde. Das ist unmöglich. Ich würde gerne, dass man leichter hat. Dass man einfach leichter hat. In einer Klasse sind mehr als 25 Kinder immer. Warum sollte ich so viel suchen, bis ich eine Freundin finde? Man konnte von dieser Klasse 3 Freundinnen. Wieso die Deutschen sind alle miteinander befreundet? Warum sind sie immer miteinander verabredet? Dann haben sie Zeltlager oder treffen sich irgendwo, essen, trinken, Kinder fühlen sich wohl, die wachsen miteinander. Und das haben sie alle meine Kinder weggenommen. Ich überlasse sie einfach mit ihrem Gewissen. Das haben sie alles meine Kinder weggenommen. Wie gesagt, sehr oft frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Wo liegt der Haken? Was habe ich vielleicht besser machen können? Was? Welche Erfahrungen hast du mit NachbarInnen gemacht? Wie erging es dir an deinem Wohnort? Dann ging das los, dass die Nachbarin mich gefragt hat, wann bist du nach Hause? Oder was willst du hier? Und die Kinder wurden immer gehänselt und ich habe selber gehört, dass sie sehr oft sagen, wir dürfen nicht mit dir spielen. Die Kinder sind ja unschuldig. Sie haben auch die Wahrheit gesagt, sie dürften nicht mit meinem Kind spielen. Und ich habe das gehört und ich wusste gar nicht, was ich mache. An wen soll ich mich wenden? Ich war bei AWO-Beratungsstelle sehr oft. Hast du einen Unterschied bemerkt zwischen Stadt und Dorf? Da sagte er zu mir, sie sind jetzt in einem Dorf gelandet und sie sind dunkelhäutig und dunkelhaarig und sie sind eine erfolgreiche Frau. Vielleicht ist das Neid im Spiel. Nehmen Sie nicht alles ernst. Kannst du gerne einmal zu einer persischen Tee bei mir vorbeikommen, wenn du meine Nachbarin bist? Meine Nachbarschaft feiern zum Beispiel irgendwelche Geburtstage oder Silvester und so. Alle sammeln sich in eine Carport oder in eine Garage, wird gefeiert. Keiner klopft bei mir die Tür und sagt, wie geht es euch? Wollt ihr dazu kommen? Holt doch einmal Gulu-Weine hier oder Wein hier. Jeder hat was mit und dann können wir zusammen feiern. Nein, die haben uns immer ausgeschlossen. Ich muss generell sagen, in einer großen Stadt, wo ich 10 Jahre gelebt habe, habe ich mich wohler gefühlt. Ich glaube, der Grund ist, dass die Deutschen, wenn mehrere Ausländer zusammen sind, irgendwie Respekt haben oder sie haben gar keine andere Wahl, einfach anzunehmen, dass sie hier mehrere Ausländer sind, dann werden sie netter. Das habe ich das als Gefühl. Und sobald sie aber sehen, wenige Ausländer irgendwo sind, in einem Dorf, wo ich jetzt wohne, dann heißt das, du hast hier nichts zu suchen. Komm erst mal, lerne mich kennen.
und dann kannst du Vorurteile haben. Du kannst dann deine eigene Meinung bilden und sagen, okay, ich habe Fehler gemacht. Jetzt möchte ich, dass du einfach sagen, ich habe Fehler gemacht. Wie hast du reagiert, als du diskriminiert wurdest? Welche Reaktion hast du daraufhin bekommen? Ich habe sehr oft auch versucht, mit jemandem zu sprechen, mit Bürgermeister oder mit zuständigen Menschen. Ich habe immer ein Hindernis gehabt, dass sie mir nicht zuhören oder nicht wahrnehmen, was ich sagen möchte. Du gehörst nicht zu uns. Wo gehöre ich dann hin, habe ich gefragt. Immer diese Fragezeichen. Wo gehöre ich dann hin? Ja, du sollst nach Hause. Wo ist meine Zuhause? Die Erde gehört uns allen. Wer bestimmt, wo ich wohnen soll, leben soll? Die Situation hat sich so ergeben. Ich bin hier gelandet, nicht freiwillig. Ich hatte gar keine andere Wahl. Mein Mann war in Gefahr und wir mussten das Land verlassen. Da kann man darüber reden. Ich bin offen. Einfach zu mir kommen und sagen, weißt du was, deine Haarfarbe gefällt mir nicht. Dann sage ich, aber mir gefällt das. Es ist Naturfarbe und ich mag nicht färben. Sehr viele Perser, Iraner haben mir gesagt, färb doch deine Haare, dann bist du hier besser akzeptiert. Das mache ich aber nicht. Ich färbe meine Haare nicht, damit ich blond aussehe, damit sie mich vielleicht von hinten nicht erkennen. Warum? Warum soll ich mich verstecken? Würdest du dich als Deutsche oder Deutscher verstecken? Ich habe gearbeitet mit meiner eigenen Kraft. Mein Mann hat gearbeitet, sogar mein Kind hat freiwillig, als er 15 war, unterrichtet die Kinder im Grundschulalter und hat damals, das war Mark, und er konnte irgendwas 10 Mark zusammen in der Woche verdienen. Oder hat Kinder gehütet oder hat einfach in der Schule als Betreuer gearbeitet. Wir haben uns allerhand Mühe gegeben, uns hier wie zu Hause zu fühlen. Warum nimmt uns alles weg? Warum wollt ihr euch umdrehen und mit uns nichts zu tun haben? Wie sind deine Erfahrungen mit Rassismus und anderen Diskriminierungen im Ehrenamt? Mit welchen Problemen und Erfahrungen kommen die Rat- und Hilfesuchenden zu dir? Ich übersetze Briefe für die Iraner. Und wenn sie zum Gericht eingeladen sind, als ehrenamtliche Übersetzerin, gehe ich auch mit meistens. Oder bereite ich einiges vor für sie. Und dadurch haben sie oft über ihren Alltag erzählt. Es gibt welche Iraner, die über ein Jahr in Deutschland sind, manche sind 3 Jahre in Deutschland, manche sind nur 2 Monate in Deutschland. Oder ein Pärchen, haben sie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringen würde, darüber zu reden, weil sie einmal erfahren hat, mit einer Nachbarin darüber zu sprechen wollte, dass die Nachbarin Unrecht macht und immer meckert mit ihnen. Da hat die Nachbarin einfach die Tür zugemacht und wollte, obwohl sie am Reden war, wollte sie nicht mehr in Kontakt treten. Und da sagte sie, nee, ich möchte nicht, aber du kannst von uns auch sagen, wir wünschen uns etwas Toleranz hier in Deutschland. Wir wünschen uns ein bisschen mehr Miteinander und nicht so mit uns umzugehen. Und sie weinte, als sie mir das erzählt hat. Ich bin als ehrenamtliche Übersetzerin noch tätig, wie ich gesagt habe. Und ich erlebe auch tagtäglich, dass die Mutter anrufen und sagen, im Kindergarten habe ich Probleme. Erzieherin akzeptiert mein Kind nicht. Schließt aus. Und das Kind wird immer bestraft. Es gibt eine Schule, das Kind muss dahin auf dem Stuhl sitzen, weil er sich nicht an die Regel gehalten hat. Und das ist nicht schön. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder auch bestraft werden, nicht nur diese ausländischen Kinder. Es gibt einfach wenig oder gar keine Toleranz, was solche ausländischen Kinder betrifft. Woraus schöpfst du Kraft? Ja, indem ich mit Perser sehr viel in Kontakt bin. Und dann hole ich dann wieder mehr Kraft, indem ich Sport mache, meine Garten, die Blumen schneide und zurückschneide oder mir Blumenstrauß aus dem Garten hole oder meinen alten Leuten helfe. Wie schön, dass ich jetzt meinen Mann habe, der für mich da ist und jetzt werden wir zusammen kochen und meine Kinder kommen alle am Tisch. Wie schön, Gott, ich danke dir. Welche Veränderungen wünschst du dir für dich persönlich?
Ja, als meine Nachbarin gefragt hat, einmal, willst du nicht nach Hause? Da guckte ich sie an und habe ich gesagt, ich bin zu Hause. Ich habe einen deutschen Pass. Schon nach 8 Jahren habe ich bekommen. Ich war in diese ganzen 25 Jahre, wo ich in Deutschland lebe, nur ein einziges Mal in meinem Land. Nur einziges Mal. Und warum? Weil ich keine Eltern mehr habe und weil meine Heimat ist Deutschland. Ich bin einer von euch, möchte ich auch so behandelt werden. Ich wünsche mir, dass man die Ausländer toleriert, einfach ihnen eine Chance gibt, sich zu zeigen, sich einfach zu zeigen, wer bin ich, wo wohne ich, was mache ich. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie soll das weitergehen? Genau dieses Kind wird irgendwann vielleicht eine ausländische Freundin haben oder ausländische Freund heiraten und so. Was wollen Sie? Wollen Sie sich aufhängen? Wollen Sie sagen, ich wollte niemals, du steckst nicht drin. Ich habe in unserem Dorf sehr viele gesehen, die ausländische Freunde jetzt haben. Noch dunkler als ich und meine Kinder. Da sage ich, Hut ab, wie dieser Kreis im Leben kommt und dass du einfach in diese Situation ankommst, wo du mich und viele auch wie ich gewesen sind, verurteilt hat. Und vorher Gedanken darüber machen. Wir können nicht die ganze Welt hübsch machen, schön machen, aber wir können unsere Umgebung einfach schöner machen, indem wir Menschen auch die Chance geben, sich wohlzufühlen, für die anderen Menschen uns freuen, nicht nur für uns. Ich bin nicht ihr Einzelgänger, ich brauche Menschen um mich herum. Das muss jeder sich fragen. Ich bin nicht hier nur alleine. Ohne diese Menschen, ohne die Arbeit von diesen Menschen hätten wir nicht geschafft. Einfach respektvoll miteinander umgehen. Das ist mein Wunsch, dass ich mir wünsche, respektvoll. Und dass man auch selber sich da in diese Stelle setzt und versetzen kann und sagen kann, wie hätte ich mich gefühlt? Was wünschst du dir bezüglich des Engagements gegen Rassismus und anderen Diskriminierungen für die Zukunft von den Menschen und Institutionen? Wieso war er ganz allein irgendwo in einer Ecke? Da sagte die Erzieherin, alle wollen nicht mit dir im Spielen. Und er muss akzeptieren. Er muss akzeptieren mit 2,5. Er war noch 2,5. Er muss akzeptieren, sagte sie zu mir, dass die anderen nicht mit ihm spielen möchten. Ich sag, aber du bist Erzieherin, habe ich gesagt. Sie sind eine Erzieherin. Können Sie nicht vielleicht diese Kinder sagen, so, jetzt kommst du hier und du auch da, ich spiele zusammen. Ein Satz hätte gereicht. Ihr spielt bitte zusammen. Keiner wird außer Reihe gelassen. Jeder spielt miteinander. Kinder, hier ist auch der und den. Spielt ihr auch mit ihm? Das wünsche ich mir. Und das passiert jetzt schon. Wir wollen unsere Kinder beibringen. Kind ist 3 Jahre alt. Pass mal auf, mein Kind. Im Kindergarten kannst du Kinder begegnen, die dunkelhäutig sind. Weißt du, sie kommen von solchen Land. Man kann Atlas zeigen. Hier kommen sie von anderen Land. Land und Erde ist so rund. Und da oben und hier in der Mitte ist Iran. Und von da 3 Stunden Flugzeug kommen sie hier in Deutschland. Und dann haben sie hier Arbeit. Und sie sind jetzt hier Kinder, die auch so zum Kindergarten kommt. Wenn du diese Kinder begegnest, kannst du mir sagen, wie du dich fühlst dabei. Langsam die Kinder vorbereiten dafür. Was soll sich ändern? Meiner Meinung nach, es soll sich ändern. Politiker sollen sich richtig zusammensetzen. Zuständige Behörde soll sich Gedanken darüber machen, wie viele Ausländer in einem Dorf oder in einer Gegend leben. Was könnten wir ihnen anbieten? Ein Bürgerhaus zum Beispiel, ein Zimmer zum Bürgertreff, dass da auch zum Kaffee und Kuchen alle Mann zusammensitzt und miteinander langsam warm wird. Dass man auch darüber Filme dreht, einfach zeigt, wie diese ausländischen Kinder erfolgreich das und das machen können, in welchem Bereich sie erfolgreich sind. Content für unsere Gesellschaft auch nützlich sein. Dass man die Menschen einfach zeigt, scheut euch nicht, habt keine Angst. Die sind nette Menschen. Das ist nicht alle, die vielleicht irgendwas anstellen.
dass man die gute Seite von ausländischen Bürgern auch zeigt. Auch, wie gesagt, Zeit investiert in der Schule. Die Lehrer sollen irgendwelche Entwicklungstag, einen Tag nur über dieses Thema sprechen, einen Tag im Jahr über das, was sie in der Schule erleben. Nicht immer so, Ausländer, schon wieder drei habe ich jetzt in meiner Klasse. Neulich hat eine Freundin erzählt, dass der Lehrer gesagt hat, schon drei habe ich jetzt in meiner Klasse Ausländer. Er hatte sich gefreut, dass er gar keine hat. Also ich wünschte mir, dass der Staat einfach dafür beiträgt, die Lehrer, besonders die Lehrer und Kindergarten, die Erzieher, einfach Kurse macht. Kurse zum Kennenlernen von Kulturen, Kurse zum Menschen mit anderer Hautfarbe und Haarfarbe, Akzente, vielleicht sogar zwei Worte Sprache lernen. Man kann das sagen, es ist so, wie es ist, wir machen das Beste daraus. Es ist so, wie es ist, aber wir können für dich zum Beispiel einmal zusammen ein Spiel organisieren. Es ist so, wie es ist, aber wir wissen, dass du jetzt anders bist und wir akzeptieren dich, dass du anders bist. Irgendwie diese vermitteln. Und das wünsche ich mir wirklich. Das liegt an die Hand von unseren Politikern und zuständigen Behörden oder Schulleitungen. Das muss was gemacht werden. Das ist dringend zu machen, damit diese Kinder in Zukunft auch gerne für Deutschland dienen.